Ausnocker, das klingt wie dieses Eis. Gibt es nicht so ein Eis, was Nocker heißt? Ocker vielleicht. Ausnocker? So, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge PUBG. Mal wieder den Event-War-Modus mit Ballistik. Moin. Wir stürzen uns ins Getümmel, würde ich sagen. Das Matchmaking wird schon gestartet, da bin ich auch schon im Ladebildschirm. Mal schauen, wo wir diesmal hinkommen. Oh, mir juckt die Nase. Warum juckt dir die Nase? Ich weiß es nicht. Oh. Hui. Hast du zu viel geschnieft? Ja, den ganzen Tisch lang, weißt du, so 5 Meter langen Tisch, ne? Da hab ich einige, mit einem Zug, du. Oh. Ich hau dich. Und der Staub, weißt du, der prickelt dann immer so in der Nase. Bleib mal kurz stehen. Oh ja, hier, warte. Tick, du bist. Du bist. Nee, hier, guck mal hier. Oh. Warte, was denn? Warte. Wie war das? So war das und? No, oh. Ich möchte auch. Du bist. No. Reingelegt. Krieg dich nicht. Nö. Jetzt bleibst du ja gleich stehen, wegen dem... So, jetzt. Oh Mist, war zu langsam. Shooting Range, Alter. Lass mal hier oben bei den Bäumen hingehen. Meinst du? Ja, der pinke ist auch meiner Meinung. Und der blaue. Oh, alle sind auf einmal unserer Meinung. Oha. Wie, das ist so schön bunt, finde ich. Das ist... Oh, ich mag das. Das ist so Regenbogenfarben. So. Okay, das Flugzeug dauert noch 5 Jahre. Anstatt, dass sie es vom Norden losschicken, das Flugzeug. Das wäre doch dann viel schneller. Ja, das kommt ja immer randommäßig, ne? Ja, aber es kommt aber schon so, dass es direkt drüber fliegt. Also, ja, die Programmierung hat jetzt gesagt, wie gesagt, an Anfangssequenz ändern wir nichts, ne? Wir ändern dann nur was, ne? Ja. Danach halt und deswegen... Guck mal, alle wollen da im Wald jetzt landen von unserem Team. Ehl! Hörst du die Regenwürmer husten? Oh, ich hab schon wieder diese... Ich mag diese SKS nicht. Oh, ich hab eine SKL. Wollen wir tauschen? Hey. Nee. Will nicht tauschen. Ich hab das Gefühl, alle gehen dahin, wo wir sind. Ich gehe zu diesem orangenen Baum. Oh, Drehung. Hä? Sind wir irgendwie alleine? Ich sehe sonst niemanden. Hier sind alle. Ich sehe niemanden. Keiner will in die Shooting Range rein. Alle wollen hier oben hin. Alle. Ich hab einen. Ausgenockt. Ich hab schon 3 ausgenockt. Oh, jetzt werde ich erben. Erben oder sterben? Erben. Oh, unten bei Shooting Range in der Mitte. Wo? Jetzt gehen sie auf einmal doch alle unten hin, ne? Ja, weil sie gemerkt haben, dass oben jetzt, ne? Oh, ich habe gerade richtig einen guten Ausnocker gemacht. Ausnocker, das klingt wie dieses Eis. Gibt's nicht so ein Eis, was Nocker heißt? Ocker vielleicht. Ausnocker. Nocker vielleicht, aber Nocker. Darf ich mal sagen, ich habe schon 4 Kills. Super. Ich habe schon wieder einen ausgeholt. Ich bin richtig gut mit der SKL. Ohne mich jetzt mal so selber zu loben. Kannst du mal bitte stehen bleiben? Ich hab keine Muni mehr. Oh. Du sagst gerade, ich hab keine Muni mehr und ich. Ja, ich hab ihn getötet. Aber ich hab keine Muni mehr, ey. Oh Mann, warum hab ich keine Muni? Oh.
Danke. Dann muss ich mit der SKS weiterspielen. Ich hab keine 5er Muni mehr. Oh, ich hab das erste Mal eine MP16. Ich höre Schüsse auf mich, aber ich sehe sie einfach nicht. Ja, in der Mitte von der Shooting Range. Teammate von uns holt gerade einen Chest. Ja. Erstmal bandagieren. Ich muss sagen, diese Runde sind wir gar nicht so schlecht. Ah. Oh, ich glaube, der hat eine gute Waffe. 7 Kills habe ich schon. Kills. Ja. Alter, was ist bei mir los? Ich war noch nie so gut. Ich brauche eine Waffe. Nein, da ist einer. Was heißt da? Ah, ja. Ausgenockt. Ja. Ey, was ist los mit mir? Gute. 9 Kills. Was ist los mit mir? Ah, super. Da läuft doch jemand. Es ist schon fast gruselig. Ist da noch Loot, da wo ihr seid? Nee. Ich will auch gar nicht hier eigentlich wo sein, wo alle sind. Das ist nicht gut. Ah. 40 läuft da rum. Okay, aufgenommen. Läuft was rum, sagt er. Ja. Baum. Oh, die zweiten. Also wir sind gut vorne, wir haben guten Vorsprung, aber die zweiten, die. Ja. Holen langsam auf. Ja, jetzt warte ich. Ah, ausgenockt, ausgenockt. Ja, das halbe Team von uns ist ausgenockt. Oh, 10 Kills. Ja, holt mal bitte den Drop, das ist gut. Ist mir egal, wenn ich sterbe, weil unser Team ist ziemlich gut momentan. Man sieht kaum diesen Strich da, wo der zweite Platz ist, ne? Ja, ja. Oh, nö, das ist. Ich war wieder so ein paar Millimeter zu Millisekunden zu spät für den Flugzeug. Jetzt darf ich wieder 40 Sekunden warten, okay. Ey. Es ist immer bei mir so. Es war letztes Spiel auch so. Aber du mal, ich guck dir jetzt zu, wie du tolle Kills machst. Ich muss sagen, SKS finde ich doch ziemlich gut eigentlich. Macht gut Schaden. Ah, jetzt bin ich auch im Flugzeug. Zwei Kills. Schüsse auf mich, ich bin schon wieder ausgenockt. Kannst mir helfen, bitte? Ich weiß nicht, wo du bist. Siehst du auch auf der Karte? Ja, da bin ich leider weit weg. Ich will nicht schon wieder so lange aufs Flugzeug warten. Wir müssen mehr Kills machen. Lebst du noch? Ja, ich habe ihn ausgenockt. Ja, ich lebe noch. Tatsächlich, aber vielleicht nicht mehr. Ey, dieser Modus ist so toll. Hinter dir, glaube ich. Hast du keine andere Waffe? Hä? Halb leer. Wow. Das ist. Ja, das sind die Ecke, kannst du das mal holen. Jetzt hat er mich geholt. Aber es ist halt schwierig halt, ne? Ja, ich gehe zu diesem Hunter 9 dahin. So in die Richtung. Oder es ist jetzt ausgenockt.
Scharfschützengewehr hat er sich gegönnt. Darf auch mal wieder mitmachen. Da kommt einer von oben bei dir. Bei der Ecke. Oben bei mir ist ja keiner. Ja, die müssen hier irgendwo runterfallen. Ach so, von oben meinst du? Ja. Achtung, der landet direkt jetzt vor mir. Oh, danke. Ich lebe noch und komme zu dir gekrochen. Hoffentlich wird geschossen und jetzt bin ich. Bin ausgenockt. Oh mein Gott, unser Vorsprung ist nicht mehr so riesig, ne? Nee. Romkanagibator, hol mich mal. Romkanagibator, hol mich. Ah, da kommt schon wieder einer. Romkanagibator. Er will mich nicht herholen. Romka. Oh, und, bin tot. Komm ich gerade unten an. Lelouch hat mich getötet. Da war drin in der Kiste. Ah! Aua! Selbst mit Rotpunkt kannst du mit M416 und mit SCAR-L ziemlich gut schießen. Also ich finde, das ist so. So, ich verlagere mich jetzt auch mal weiter in die Mitte, tatsächlich. Ja, muss irgendwo anders hin, also brauchst du keine Deckung mehr mittlerweile. Oh, da ist der eine. Was ist passiert? Ja, der ist innen abgesprungen, das Flugzeug kam an und er ist halt fast rein. Das wäre ja lustig gewesen, wenn er genau das Flugzeug getroffen hätte und dann hätte er da gestanden und du bist tot. So, wir müssen unser Team noch weiter vorantreiben. Wobei, wir liegen ja schon. Bin ausgenockt. Ey, unsere Teammates reviven nicht. Es gibt auch Punkte fürs Reviven, Kinder. Kinder, ihr kriegt Punkte fürs Reviven. Denkt dran. Bümero 0013. Hilf mir mal. Oh, ich bin aus. Ich bin tot. Mann, warum holen die denn einen nie hoch? Ich weiß es nicht. So, jetzt gucken wir wieder den Ball. Oh, ich wollte gerade den Ballistik zugucken. Ich komme mal zu dir ein bisschen, ne? Ja. Wobei, da wo du bist, ist auch nicht so super, weil wegen wenig Deckung, ne? Ja, das geht, wegen dem Baum. Ja, aber nicht, wenn aus vielen Seiten was kommt. Siehst du, genau das meine ich. Das habe ich gerade gesagt. Jan, bring uns um bitte hier, Junge. Ach, er ist auch tot. Ja. Ha. Ha, ich habe das Flugzeug noch gekriegt. Nein, echt jetzt? Ja. Oh. Komm, Leute, jetzt ein bisschen hacken. Oh, der zweite Platz ist richtig nah dran an uns. Es wird richtig spannend. Deswegen sage ich, hacken das. Genau, runterspringen, in die Drive. Oh. Gerade übelst auf offenem Feld. Bei wir haben gewonnen! Ja, super. 12 Kills habe ich, und du? 4 angeblich. 4? Oh, das war eine tolle Runde. Die war richtig super. Gewonnen ist gewonnen. Gewinner, Gewinner, Chicken Dinner. Screenshot machen wir da erstmal von. Das war Hühnchen Dinner. Oh, habe ich Chicken Dinner gesagt? Ja. Oh, naja. Ich würde sagen, das war's auch schon wieder von dieser Folge hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser Sieg hier beim War-Match-Event, wie man auch immer das nennen möchte. Ich finde, es macht ziemlich dolle Spaß. Und wie findest du das Spiel? Ja, ich finde diesen Modus top und davor hatten wir ja den Schrotflinten-Modus.
oder Event, was es da war. Und ich bin halt der Meinung, dass beides könnten die halt drin lassen im Spiel, weil fällt mal eine Abwechslung. Also ich fand das mit den Schrotflinten nicht so toll. Das war ja dieses Tequila-Shotout. Das, also ich fand das nicht so überzeugend, aber du fandest es gut. Also hat ja jeder seine eigene Meinung. Und ich würde sagen, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt von PUBG oder von Rocket League oder von anderen Spielen, die ich spiele, dann würde ich sagen, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke und dann bimmelt ihr immer, beziehungsweise ihr kriegt eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir da ist. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in einem anderen Video.